Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Episode Rust zusammen mit dem guten Fischkopf. Hallöchen! Und Tommelbommel. Hey, hallo. Wir haben einen Gast heute. Hallöchen! Du hier. So, da ist ein, komm mal da runter. Bin ich schon. Viele Sachen sind passiert, aber eigentlich gar nichts. Was könnte man sagen, was passiert ist? Eine Sache, die ihr eigentlich gar nicht gesehen habt, ist, wir hatten mal einen Schießstand. Der ist weg. Ja, der ist morsch. Weg. Komplett morsch. Der war hier an der Seite. Also, ja genau, einmal ganz kurz, wir haben zwischendurch spielen müssen, das geht nämlich gar nicht anders, weil die Hütte geht sonst kaputt, das haben wir noch gar nicht erzählt. Das Holz wird morsch und verschwindet einfach, despawned, geht kaputt. Ja, bei Holz ist es glaube ich bis zu 4 Tage, bei Metall bis zu 7, kann auch weniger sein. Und das hier, das haben wir nicht gebaut, hier ist eine Holzbarrikade mit einer Kiste dahinter, die haben wir nicht gesetzt. Ach, die hast du nicht gesetzt? Nein, die habe ich nicht gesetzt. Kann ich euch sagen, warum? Diese Doppelkisten sind immer die beste Form, um irgendwo raufzuspringen und man wollte auf euer Haus kommen. Crazy Shit. Ich sag mal, eine so eine Doppelkiste reicht aus, um auf ein einstöckiges Haus raufzuspringen. Krass. Setzt du einfach daneben. Ja, aber gut, aber die hätten ja sehen können, dass da oben diese Dinger sind. Ja, aber da, vielleicht waren die da ja, ich weiß es auch nicht. Eine Sache müssen wir doch mal erzählen, weil die so aufregend war. Wir haben uns nur ganz kurz eingeloggt. Wir hatten eigentlich keine Zeit zum Aufnehmen, deswegen haben wir auch nicht aufgenommen. Haben uns nur kurz eingeloggt, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Dann sind wir im Haus gespawnt und auf einmal explodiert hier die äußerste Tür und da sind 3 Leute. Wie viel waren es? 2? Da ist 2. Und also wir glauben, es waren 2. Genau, und los ging es hier. Das war richtig abgefahrene Action. Leider konnten wir das nicht aufnehmen. Sehr, sehr traurig, aber das wird wahrscheinlich noch in Zukunft kommen. So, unser Plan jetzt ist es, hier ein bisschen nachzubauen, ne? Holz und den Airdrop mitnehmen für Explosives. Wir brauchen Holz, wir brauchen den Airdrop und wir brauchen Leder, damit wir uns Kevlar-Zeug machen können. Und der Tommelbummel unterstützt uns hier ein bisschen und erzählt uns Sachen wie zum Beispiel die Sache mit der Kiste. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und wir brauchen Kills für die Ehre. für Sachen, die wir uns über den Kamin hängen können. Genau, das ist dein Haus, ne? Wo, was denn? Tommelbummel hier. Ja, das hier, das Übergebliebene, wo mal die Palisaden waren. Das war so riesig. Also wirkte es jedenfalls. Und jetzt? Und dann war es morsch. Und dann war es morsch und dann war es fast weg. Wo ist der Tommelbommel? Ah, da hinten. Du Streber! Lass mich mal ganz kurz hier. Ich gebe mal hier den Chat ein. Players. Bam. 10 Player online. Und unter eigentlich. Und unter ihnen ein Schlappschwanz, habe ich gerade gelesen. Was hast du gesagt, Fischkopf? Ich dachte, die kenne ich alle nicht so wirklich. Abends musst du spielen. Das ist wirklich so, wenn du abends spielst, hast du immer dieselben Leute. Ja, und bei uns ist es gerade nicht abends übrigens, Leute. Bei uns ist, naja gut, 18 Uhr zählt doch als abends, oder? Das ist schon abends, ja, aber naja, ich weiß, gesagt, was du meinst. Später abends, weiß, da sind sie alle da. Soll der nur die ganze machen. Crew wieder. haben wir eigentlich schon erwähnt, dass jetzt noch mehr von diesen Let's Player-Vögeln hier auf dem Kanal sind, auf dem Server. Das haben wir jetzt Neues noch wieder. Könnte lustig sein. Finest German LP und noch ein Kumpel. Also ja, und der Hirnsturz. Das ist ja, die töte ich am liebsten. Ne? Hammel, wo bist du? Oh nein, wo ist er? Er versteckt sich hier bei irgendwo. Bei mir. Will uns auflauern. Du bist doch weg. Ah nee, du bist hier. Ich bin hier. Das Problem ist, wenn wir hier an der Küste sind und der Airdrop kommt, den kriegen wir nie. Ja, das ist richtig. Ich weiß immer noch nicht, ob das mit dem Leuchtfeuer stimmt oder gelogen ist. Ach so, wenn man einen Flare irgendwo hinwirft, dass es wahrscheinlicher ist, dass das Flugzeug zu einem kommt. Ja, dass es da was abwirft. An sich ist es ja auch realistisch. Echt? Okay. Davon hat mir nie was gehört. Ich hab einen Flare dabei. Aber komisch wäre ja, weil das Flugzeug fliegt ja schon irgendwo. Das müsste dann ja quasi drehen. Ja, nein, es kann aber auf der Höhe doch was abwerfen, dass es halt für dich irgendwie erreichbar ist. Naja, können wir auf jeden Fall probieren, erinnere mich dran. Ich habe eine Flare dabei. Wieso habe ich eigentlich noch einen Stein dabei? Völlig. Wo seid ihr eigentlich? Überflüssig. Ich laufe immer noch über dieses große Feld einfach. Sehr nah am Wasser jetzt. Sehr nah am Wasser. Ich begebe mich ein bisschen vom Wasser weg, weil der Airdrop wäre schon wichtig. Und gerade weil jetzt nur 10 Leute drauf sind, auch noch möglich zu holen. Ja, aber dann sollten wir zusammenbleiben. Wo bist du jetzt? Wieder ein bisschen zurück. Also immer noch an dem großen Feld. Wenn ihr über das große Feld zurück zu unserer Hütte lauft, sehe ich euch. Okay, ich komme da jetzt lang. Ich komme da jetzt lang. Und wir lassen es doch einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel, es sind nur 10 Leute auf dem Server, wenn wir jetzt zu Blue City laufen, können wir da bestimmt irgendwas looten und auf dem Weg finden wir noch Holz. Ich habe jetzt schon Holz gefunden, ein bisschen. Ich sehe auch gerade einen Holzstapel, der ist von mir, aber zu weit weg. Ich habe 380. Geschossen, Shotgun? Wo? Ich hab einer von euch? Nein. Aus Blue City raus.
Na, dann hin da. Ja, aber ich bin hier noch, ich habe hier gerade Holz gefunden, Leute. Schon, nee, das ist nicht aus dem City, das ist bei uns am Berg. Ja, das war Explosives. Charge. Explosives? What? Das ist keine Shotgun, das ist bei uns am Berg. Was? Das waren zwei Stück. Aber bist du schon bei uns in der Wohnung? Ich bin bei Tommel am Haus. Fuck, ich laufe. Komme. Ich laufe. Ey, das kann ja wohl jetzt nicht vorbei. Das ist die erste Tür, das ist erst die erste Tür. Die müssen noch zwei holen. Oh mein Gott. Ich bin auch gleich an meinem Haus. Wo bist du genau? Ich sehe dich, ich bin weiter hinten rechts von dir. Wenn du dich nach rechts drehst und ein bisschen nach hinten guckst. Ich komme gerade zugerannt auf deine Hütte. Ja. Ja, hoffentlich gerade auf unserem Berg zu. Irgendwie? Nein, ich habe sie noch nicht gesehen. Die müssen ja jetzt drinnen sein. Die gucken jetzt gerade in die ersten beiden Kisten, die leer sind. Aber seid ihr euch sicher, dass es bei uns war? Das kommt von dem Berg und hier oben auf dem Berg ist sonst nichts. Okay. Ich sehe Tommels Haus. Lauf hoch, ja. Ich gebe die Rückendeckung, falls einer von den Bergen kommt. Ich laufe jetzt rechts. Also die erste Tür ist noch. Steps drin. Links, Step links. Ja, da ist einer. Kevlar. Krass. Ich hab ihn einmal getroffen. Lauf zurück, ich übernehme. Läuft er von unserem Haus runter nach links oder rechts? Nee, er ist rechts eben auf. Er hat einen Höhenvorteil. Das Problem ist, er guckt von oben nach unten. Ich gehe hinter dem Felsen her. Ich gehe auch von hinten rum. Scheiße, denk dann, wir müssen uns irgendwie erkenntlich machen. Der hat Kevlar. Der ja, hat wir Kevlar, sind grün. Der ist schwarz. Wir sind grün. Scheiße, ich komme den Berg nicht hoch. Es gibt nur den einen Weg. Es gibt nur diesen einen Weg da hoch. Ich habe ihn einmal gesehen. Wo ist er hinweg, als ihr ihn das letzte Mal gesehen habt? Zu unserem Schießstand. Der war rechts vom Haus. Zu unserem Schießstand sozusagen. Der ist quasi so. Ich komme jetzt von hinten an das Haus ran. Hochgesprungen. Okay, hier müsste er sein. Da oben. Das sind zwei. Die stehen an der Kiste rechts. Oh. Das bist du, ne? Du hast mich schon. Ja, und die sind links von uns. Von dir aus direkt hier hinter der Kiste. Wo denn? An der dicken Kiste bei uns im Haus. Ah, shit, mein Spiel. Einen hab ich. Bin ich tot oder die? Der Schlappschwanz ist tot. Fuck. Daluk hat es auch tot. Ja, bei mir hängt das Spiel, wenn du einen. Wenn du den ersten auch. Spieler tötest, hey, bleibt dein Spiel stehen. Okay. Die sind doch da drin. Ah, fuck, er hat mich getroffen, aber ich ihn auch. Komm, wir brauchen den, die wollen uns nämlich aussehen. Wir haben unser ganzes Kill. Da sind noch zwei. Okay. Scheiße, wir haben ihn. Fuck. Ich werde ihn so im Stein erschlagen. Okay, use. Es sind immer noch zwei da drin. Jo. Ich bin mit dem Stein da. Ich will meine Waffe haben. Okay, shit. Loote schon wieder. Ich hab noch einen. Ich war fast an meinem Gear. Ich wollte mein Gear holen. Ich hab alle drei. Alter. Ich bin da. Lass mir bitte mein Zeug und dann die Wand wieder zumachen, ne? Die haben hier die Wand weggebolzt. Okay. Lass mit denen und das ist mein Rucksack. Das ist alles mein Gear. Das ist dein Gear? Ja, das ist mein Gear. Crazy, was hast du für Shit dabei? Hast du alles drin gelassen? Ja. Die werden gleich wieder herkommen. Ja, deswegen Wand. Neue Wand. Ich zieh mir erstmal schnell die ganze Kevlar-Zeug an von denen hier. Ja, das mach ich auch gleich. Da sind wir alle schwarz. Oh, geil, Waffe. Ich brauch eine richtige Waffe jetzt endlich. Hexu. Wir haben jetzt den heißen Scheiß von den Pennern. Und wir brauchen neue Wand und mehr Barrikaden an die Stelle, dass die da nicht nochmal hinkommen. Bei mir fehlt irgendwie was im Gear. Du hattest dann jetzt noch nichts mehr, ne? Ich hab hier noch Zeug sonst. Auch aus meinem Dingen? Nee. Von dir habe ich nichts genommen. So, was haben wir hier noch? Boah, Alter, die haben ganz schön viel Shit dabei. Das waren vier Leute oder was? Sieht so aus, ne? Ich weiß nicht, ich hab drei getötet. Scheiße, haben die sich an meiner Kiste schon zu. Die haben meine Kiste leer gemacht. Wer hat denn das ganze Zeug? Die müssen Metall haben, Metalldecken und so. Ich hab eine Metalldecke. Metallceiling hab ich. Genau, das ist alles aus unserer Kiste. Das ist aus meiner Beutekiste, die ich euch heute gezeigt habe. Zieht erstmal das ganze Kevlar-Zeug an, damit ihr Rüstung habt. Wenn die wiederkommen. Ja. Stimmt, Kevlar gegen Radio. Leider ein Kevlar-Helm. Ich hab noch einen, ja. Ich brauch einen Kevlar-Helm. Kriegst du? Braucht einer Kevlar-Brust? Nee, ich hab alles Kevlar. Wo liegt Kevlar-Helm? Hier sind noch Waffen, hier sind noch mehr. Oh, warte, Kevlar-Helm liegt jetzt hier vor mir. Bist du noch im Haus? Oh, hier ist noch viel mehr Kevlar-Zeug. An den Kevlar-Helm komme ich nicht dran. Oh. Jetzt. Ich gehe mal ein bisschen auf den Berg auf und gucke. Halt ein bisschen Ausschau.
Könnt ihr mir mal. Wir brauchen. Scheiße, was haben die hier? Low-Quality Metal? Kevlar Helm? Noch mehr. Ach, hier, das ist das Zeug, was du meintest. Alter. Der hat meine Sachen, das ist meine Kiste hier. Der hat. Oh, ein Research Kit. Sehr gut. Ich guck hier gerade die Blueprints durch. Da kommt. Ich höre Steps. Von wo? Da, von rechts von mir. Tommy, bist du links von mir? Ich bin links, ja. Auf dem Berg oben drauf gewesen gerade. Ah, der ist auf dem Berg schon. Hab ihn. Genau den. Perfekt. Da, noch mehr Steps. Selbe Stelle. Der war nackt. Läuft einer von euch vor dem Haus rum? Wir sind alle schwarz. Die haben alle nichts mehr. Der hat eine Pistole. Damit kam er jetzt an. Guck mal unten an unserem Haus dran, ob die da nicht sind. Ich guck gerade so raus aus dem Haus links unten. Pass auf, die werden also immer zu viert kommen. Wir müssen jetzt erstmal kurz das ganze Zeug von denen in Kisten sammeln und eine Wand drum setzen, damit wir erstmal alles von denen haben. Ja. Kann meiner Backup geben? Ich sortiere gerade ein. Pass auf, ich mache jetzt die Wand. Tommel? An unseren Kisten mit der kaputten Wand bin ich. Ja. Alter, okay. Ich baue jetzt eine Wand. Was brauche ich dafür? Holz und ein bisschen Metal. Wieder Steps. Das ist Tommel, ne? Ich bin hier oben auf dem Berg und guck ein bisschen. Ja, du machst die Schritte, das meine ich. Brauch ich. Hier mache ich keine Schritte mit. Alter Schwede. Die haben mehr noch, das ist nicht alles. Die haben so viel Sachen mitgehabt. Und übrigens war einer davon der Schlappschwanz. Ich weiß, habe ich gelesen. Ja, ist ein echter Schlappschwanz. Ich sag's was. Hat der euch nicht vorhin angeschrieben? Das ist doch bestimmt. Ja, ja. Bestimmt der hat extra gewartet, bis Abonnent. Wir losziehen. Und der wusste ganz genau, wo eure Hütte ist. Da oben ist einer. Ich hab einen gesehen. Ich baue noch schnell die Wand zu Ende. Ja, mach die Wand fertig. Ich pack wieder rein. Wieso hat er denn jetzt nicht... Ja, da ist einer. Oh, fuck. Oh. Hinter dir ist auch einer. Hab auch einen. Oh, links oben. Ich geh hinterher. Wo sind die Schweine? Ich bin jetzt auch oben drauf. Okay, ich bin unten vor dem Haus. Hab ihn. Okay, ich baue noch schnell die Wand zu Ende. Macht ihr mal, ich baue die Wand zu Ende. Die haben bestimmt wieder nicht mit dem dritten Mann gerechnet. Ach, jetzt weiß ich warum, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ich pack mal die Waffen rein. Achso, ja, aber ich muss jetzt die ganze Scheiße hier neu einsortieren. Problem ist, die kommen nicht von weit weg anscheinend, ne? Ja, aber das Problem ist, die haben nichts mehr. Oder? Wenn die immer nur mit Pistolen kommen, dann haben die nichts mehr. Oder die haben sich irgendwo Schlafsäcke in die Nähe gepackt. Ja, aber die haben kein Gear mehr, die kommen immer wieder mit Pistolen. Das ist richtig. Und das ist gut. So, warte mal. Wooden Planks. So, zack. 1, 2, 3, 4. Bam. Oh, Alter. Das war ein bisschen aufregend. So, haben wir. Bei uns läuft man nicht auf. Nochmal schön Salz in die Runde. This your ass, bitch. Supergeil. Ja, gut, dass du mit dabei war, Alter. ich finde die MP5 auch, die war nicht so ganz akkurat, habe ich das Gefühl. Aber nicht, dass die Zuschauer jetzt denken, dass das abgesprochen ist oder sowas, weil ich am Anfang noch meinte, wir wollen Schlitz farmen oder so. Nee, ich bin ja auch voll angepisst, wenn das einer von den Leuten ist, die weggehen. Also wer läuft gerade von euch? Ich Fischkopf aus dem Haus. Ich habe die Wand zugemacht. Okay. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir für diese Spikes? Ja, eigentlich nur Wood, ne? Nur Holz, also nicht Pillars oder sonstiges. Okay, und diese Spikes sind wo? Die sind ganz oben im ersten, obersten Menü. Bauen sich jetzt nochmal auf, ja? Spike Wall, Large Spike Wall. Wir bauen die klein. Wie viel kann ich davon machen? 2 Stück. Ich komm, wenn du kurz hier vor die Hütte gehst, schmeiß ich dir da Holz runter, wenn du willst. Dann kannst du noch mehr bauen. Ja. Crafte gerade, deswegen bin ich langsam. Es regnet Holz und es rollt hier runter, scheiße. Geil. Geil. Ich hab denen noch einen Explosive Charge abgenommen, das heißt, wir haben sogar 2. Ja, und jetzt das, was mich nämlich stört, ist, dass die selber 2 hatten. Was wiederum bedeutet, die können die auf jeden Fall komplett bauen. Nein, wieso? Die können ja auch 2 gefunden haben. Hast du jetzt schon Sachen verteilt? Ich habe jetzt hier in diese Waffenkiste habe ich Waffen reingetan. Ja, ich habe es noch nicht aufgeräumt. Ich mache die Rucksäcke nur leer. Das ist gut. Und pack die in die Kisten und unsere Kiste. Also wir können jetzt wieder altmodisch 10.000 BC mäßig jagen. Ich habe so 100 Pfeile oder so. richtig jagen gehen. So Shotgun brauche ich nicht. MP5 würde ich jetzt. Na gut.
Ich brauche, hat einer die spitze Munition? Gewehrmunition. Ich habe davon, sind das, ich kann die Zahl immer nicht so gut erkennen. Ich glaube, es sind 87. Dann würde ich dir die Hälfte abgeben. Weil ich will jetzt auch eine M4 nutzen. Hier. Danke. Boah, ich habe richtig so ein leichtes Zittern noch in den Fingern, ne? es war auch echt spannend, ey. Ich find's geil. So, ich packe hier noch die kleineren Waffen. Aber die waren auch echt schlecht dann, muss ich sagen. Weil die hatten Kevlar. Ja, Kevlar hält echt gut aus. Ja, das einzige Problem, was ich hatte, war der First Kill. Beim ersten Kill, wenn ein Spieler stirbt auf dem Server, also wenn er erschossen wird, bleibt das Spiel bei mir kurz hängen. Bei mir habe ich immer. Bei mir ist hart geleckt. Auf einmal stehen geblieben. Ja, genau, das habe ich aber immer. Ja. Beim ersten Kill. Gott sei Dank hatte ich das nicht. Ja, das ist gut. Und ich stand halt voll am Eingang, weil ich hätte beide haben können, aber als ich den ersten gekillt habe, ist dann halt, nee, stopp. Das, jetzt ist erstmal. Du hast auch einen gekillt, das heißt, es waren vier. Es waren vier Stück. Ich habe einen gekillt, bin gestorben. Und dann saßen immer noch drei in der Hütte. Und das Geile ist, ich bin ja neben denen in der Hütte gespawnt. Ich mach die Tür auf und werd direkt wieder angeschossen. Hallo. Wir brauchen eine Waffe in dem anderen Raum. In dem Raum, wo du gerade bist, Fischkopf. Eine Waffe? Ich hab da mehrere Waffen jetzt reingetan. Gut, weil da spawnen wir drin. Ich hab jetzt hier eine MP5, zwei MP5 drin und zwei von diesen Selbstbaudingern. Ein bisschen schießen müssen wir damit auch können. Ja, dann lass uns noch mal eine... Ach, du bist doch jetzt gerade dran hier, oder nicht? Ja, ich lass dich da gleich wieder hin. Nee, du kannst ja... Oder soll ich das machen? Du machst... Ich muss hier noch den Krempel, den Hempels hier dabei hat, rausnehmen. Gott, ey. Unsere Kisten sind proppevoll. Hier ist überall gemixt. Und eine Kiste haben sie zerstört. Ich frag... Schritte draußen, Tommel? Ja, das bin ich, hier oben auf dem Dach. Könnte sein, ja. Ich frage mich, woher die wussten, auf welchem Server ihr seid. Das frage ich mich auch immer. Habt ihr irgendwann mal ein Menü vielleicht, aufgerufen oder nein, irgendwas? Vielleicht dann siehst du nicht. Vielleicht gibt es eine Seite, wo man das nachgucken kann. Vielleicht kann man da auf einer Seite irgendwie nach Spielern auf Servern gucken. Kann ja sein. Oder ist es einer von diesen Let's Player-Vögeln? Hast du da jetzt andere Waffen noch reingetan? Nee, ich habe jetzt erstmal nur selber mal mein Gear gecheckt. Dann würde ich da jetzt noch. Soll ich euch mal was ganz Peinliches erzählen? Was denn? Da Schritte draußen auf Gras. Ich bin's nicht. Tommel? Ich bin's Steps, nicht. Ja. Hinterm Haus. Ah! In-Game-Voice. Hello, bitte. Nicht aufmachen. Tommel, du musst vorm Haus gucken. Ich sehe niemanden. Ich stehe. Und auf dem Haus. Oh, shit. Mit der Schlappschwanz. Auf dem Haus. Okay. Das kann er ja nicht sein. Auf dem Haus ist oben drauf der Schlappschwanz. Okay, was machen wir jetzt? Tommel spawnt hier und es kann sich direkt neu bewaffnen. Hattest du viel Gear draußen gelassen? Ja. Wie die uns... Können sie ja nicht. Die müssen ja den ersten Schritt machen, sobald die... Okay, das ist... Der will uns locken. Er meint, er ist... Ja, einer steht ja drauf. Einer steht ja drauf auf dem Haus. Ja. Kann man durch die Schlitze schießen? Ich hoffe nicht. Nicht, dass das geht. Ich weiß es nicht. Hab einen gesehen, rechts vom Haus. Ich hab keine Shotgun-Muni. Fuck. Haben wir noch in den Kisten. Tommel, hier sind noch andere Waffen, ne? Hier sind MP5s und so. Ah doch, ich hab hier Shotgun-Muni. Ich hab über 250 Schuss hier irgendwo in den Kisten. Okay, das Ding ist, die Frage ist, rennen wir raus und versuchen zu... Nein, wenn wir dann sterben, haben wir verkackt. Das ist richtig. Du solltest nur eine Waffe mitnehmen, du gibst zu viel ab sonst. Nur eine Waffe, wenn mit. Können sie ja nichts. Dürfte eigentlich nichts passieren. Wer ist denn da? Lief ganz gut bei euch, oder? Nicht wirklich. Find's nicht? So, was machen wir jetzt? Tja. Also, ich würde sagen, das Erste, was wir jetzt machen, ist mal wieder einen gemeinen Cliffhanger aufmachen. Okay, und danach direkt weiter, ne? Direkt wir sehen weiter. Uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss. Und tschüss.